Ist nur ich gerade. Oh, erstmal wieder invaded werden. Das haben wir ja gerne. No one expects the Spanish Inquisition. Stop it. He's already dead. Kann die Treppe nur. Hallo. Niemand erwartet die spanische Inquisition außer mir, denn ich weiß ja jetzt, dass sie hier kommt. Hallo? Au. Nee. Lass die Kreislinge mal stecken. Aua. Alter Schwede, zwiebelt der rein. Nein, 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 nein. Böse. Au. Ich bin weitergekommen, da ist die gute Fee. Alter, zwiebelt der rein. Wer hat ihm denn eine Kreissäge verpasst? Die 19 Stunden blieben 19 Stunden. Ich sehe, wir haben hier ein Muster. Ja. Das waren zwischenzeitlich mal 21. Also wir haben uns schon verbessert. Ich muss mir auch ein Grab. Bin gerade Breath of the Wild dran, den Ninja-Anzug zu verbessern. Ich habe leider noch gar keine Ahnung von Breath of the Wild. Steht bis heute auf meinem Pile of Shame. Das Gute daran ist, ihr müsst nicht fürchten, dass sobald das rauskommt, ihr auf meinem Kanal zugespammt wird mit Spoilern. Sondern das wird noch eine Weile dauern, bis ich das spiele. Bei manchen Gegnern in Endring frage ich mich, warum da meine Ex als Vorbild standen. Ich glaube, weil die Ex von jedem da als Vorbild steht. Ich bin aber hier spazieren. Bis dann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Aua, aua, der haut aber zu, du. Jetzt haut er nicht mehr zu. Können wir jetzt seine Axt nehmen? Oh. Können wir mit seiner Kettensäge spielen? Oder wäre das nicht zuträglich für uns? Wir können sie nicht mal tragen. Schade. Wir brauchen mehr Stärke. Wir brauchen 28 Stärke und wir haben zu wenig. Sad! Macht die Spaß? Ist die cool? Schade. Well, you joined the manor, huh? I don't believe it. Bist du nicht Patrick? And here I thought Raya was barking up the wrong tree. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Oh, and of course. We can do matches Emporium at the volcano. Es ist nicht irgendwie merkwürdig, dass jetzt, wo wir uns dem Haus angeschlossen haben, quasi jeder mit dazukommt und auch mitmacht? Neue Handwerkssachen, Schriftstein und Gnadendingsies und so. That I belong to the Volcano Manor? I always hated the gibberish about lost grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Cheers for that! Mm-hmm. Willkommen in Gelmir. Da links ist Luft. Ein Schmetterling.
Da rennt was Unsichtbares. Hummerspeed. Aber da oben gibt es Blut für unsere Glas. Die Dinger kennen wir ja schon. Aha, er läuft also genau hier durch. Durch und durch heißt der neue Krieg. Oh, gibt nichts Besseres als Doppelkäse auf einer Pizza. Letztes Fetzerchen, Leute, dann kann ich wieder kommentieren. Absolut. Könnte ich jetzt noch 4 Stückchen von essen, aber dann platze ich einfach. Schon könnte jetzt zischen. Oh Gott, oh. Das ist doch kein Angriff, das ist doch nur eine Flasche. Manchmal sind Katzen echt weird. Sie können sich nicht daran gewöhnen, dass das Öffnen einer Flasche keine Bedrohung ist. Einstellen. So. Perfekt. So. Hi, I'm back. Sorry, ich habe die Challenge angenommen, mit Wischmöppe gegen Gegner vorzugehen. Ja, ich habe es gesehen auf dem Discord. Ike, The Legend of Footstuff. Du hattest mich ja auch gefragt, ob wir, um das zu ehren, auch einen Gegner mit einem Wischmob verprügeln können. Aber es gibt leider keine Wischmöppe in Endwing. Oder Besen oder sonst was. Solche Spaß-Items gibt es hier nicht. Kein Spaß, nur böse. So, nächstes Gnädchen. Und da ist auch schon wieder so ein Flaschenverstärkungsding. Goldene Saat. Da vorne sind Leute mit Fackeln. Ignorieren wir aber. Also schön dem Steinweg nach oben folgen. Da ist eine Karte. Altus Plateau. Und auf dieser Karte ist eine Ruine und da möchten wir jetzt erstmal hin. Tief. Hallo. Weihe Kirche von Marika. Oh, guck mal, so einen hatten wir doch vorhin schon. Er hat seinen Dolch geworfen. Wie frech. Benutzt hat es ihm trotzdem nichts. So.
hier noch irgendwelche Gräber zu plündern? Menschenknochensplitter. Ja, immer mitnehmen. Man weiß nie, wann man die mal brauchen kann. Warum Gegner normal besiegen? In Assassin's Creed mit einem Besen die Gegner besiegt. In Skyrim mit einem Besen, Eimern und alles Mögliche. Und in Zelda jetzt mit einem Wischmopp. Und in Traveler's Rest nutzt du ebenfalls ein Besen. Oh, hey Kater, da bist du ja wieder. Hast du doch keine Angst mehr vor der bösen, bösen Flasche? Dann schiebe ich mal mein Glas ein bisschen weg, damit er das nicht aus Versehen umschmeißt. Hm. Sind wir wieder in der Kirche? Jo. Liebe Frau. Stimmt, wir brauchen ja noch diese komische Geste da, nicht wahr? Die wird sich bestimmt noch irgendwann irgendwo finden. So auf der anderen Seite der Map oder so. Hm, Magiefett. Schlafen. Wölfchen. Weiter schlafen. Winde. Camping. So, wo wollen wir hin? Das ist die Frage der Lage. Das ist eine große Brücke. Da oben drüber sind Ruinen. Sicher. Okay, ist vielleicht doch keine Brücke, ist vielleicht doch eher so eine Art Treppe. Das sieht aus, als ob wir uns mit großen Schritten dem Eldenbaum nähern. Nee, Earthtree. Earthtree heißt der. Guck mal, die Leute haben sogar gelbe Rüstungen an. Die passen einfach voll zu mir. Das sind einfach meine Wächter, sie erkennen mich nur nicht. Ich würde ja sagen, lass so viele töten, bis wir eine komplett gelbe Rüstung haben, aber ich weiß nicht mal, ob die nützlich ist für uns. Weil wir tragen ja immer noch eine, die eigentlich ziemlich vom Anfang ist. Ohohoho, ja klar, gleich zwei Baumwächter. Sonst geht's denen auch gut. Die passen aber bestimmt nicht durch die Tür. Oh, die passen durch die Tür. Oh, und wie die durch die Tür passen. Aber wenn man sich an so eine schöne Gnade setzt, dann resetten die zum Glück wieder und gehen wieder auf ihren Posten zurück. Und hier ist auch nochmal eine goldene Saat. Sogar zwei. Jetzt könnten wir ja fast versuchen, uns noch Flasche abzugraden. Lyndell, die königliche Haupt. Ich glaube, hier sind wir jetzt angekommen. Das sieht aus wie eine Haupt. Guck mal, Fläschchen stärken, neue Aufladung. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt plus 8 Fläschchen und wir haben jetzt 10 Stück da. So, die Frage ist jetzt wie immer, wo lang? Und da oben fliegt wieder was. Schon wieder einer so aggressiv. Alter. Ich dachte, wir sollen hier alles beschützen. Die schönen Bäume. Jo, der hat Spaß, du. Können wir ihm die Waffe abnehmen? Und auch so eine coole Doppelklinge. Nope. Das war eins neuer Tod. Also, Treppchen rauf sind wir gegangen.
Außerdem kann ich auf der Map gucken, wo die Seelen liegen. So. Da vorne liegen. Sehen schon mal ein. Okay. Ich habe die Seelen eingesammelt. Mehr aber auch nicht. Okay, wir gehen noch mal. Wir machen den Spiel. Wir kommen später darauf zurück. Wir gehen erstmal wieder raus aus der Hauptstadt. Soll ich kurz übernehmen so lange? Ha. Dahin wollen wir. Vorsicht, rein. Vorsicht, Lager. Ja, mal eben finde ein feindliches Lager, um eine Parfümflasche zu snacken. Natürlich. Wir sind schließlich eine Frau von Welt. Da muss man auch ein bisschen auf sein Äußeres achten. Okay. Das ist jetzt wieder die Kirche von Malika. Entschuldigung, Marika heißt das. So. Also der Trick, der uns gerade fehlt, ist, dass wir eigentlich in dieser Kirche invaded werden sollen. Aber das passiert gerade nicht und wir wissen nicht ganz wieso. Wir haben wohl irgendeine Voraussetzung dafür nicht gemacht. Deswegen gerade die Verwirrung, was wir jetzt tun sollen. Ich kann auch einfach ein bisschen rumreißen. Vielleicht passiert irgendwann irgendwas. Immer schön eins nach dem anderen durch. Vielleicht haben wir irgendwo was übersehen. Genau, hier hatten wir die Karte gefunden, die uns zu dem Zimmersteindrachen gebracht. Dadurch, dass wir den besiegt haben, konnten wir jetzt durch das Tor. Was ist denn das eigentlich für ein merkwürdiger Mechanismus, der sich nur dann öffnet, wenn man einen Drachen, also einen bestimmten Drachen tötet? Das heißt doch, wenn die Akademie oder wo auch immer wir jetzt sind, wenn genug Leute durch dieses Tor passiert sind, kommt irgendwann niemals wieder irgendjemand durch, weil es einfach keine Drachen mehr gibt, mit denen man die Tür öffnen kann. Ist doch irgendwie doof gemacht. Hier ist auf jeden Fall mal noch ein Bäumchen. Für eine Fläschchenverstärkung. Können wir da runter? Und wenn ja, kommen wir irgendwie wieder hoch. Das sieht irgendwie nach einem Nein aus. Ah,
Natürlich. Da ist ein kleines Dingsibums in der Welt, das man anklicken muss. Und da müssen wir jetzt den Assassinen des Rabenhorstes besiegen. Und wir sind hier aber nicht alleine damit. Da ist nämlich noch ein Pilzritter-Samurai. Der macht wohl das gleiche gerade. Na, dann helfen wir den armen Kopf doch einfach. Das Zweit geht doch viel leichter. Und natürlich erstmal Hälfte HP verloren mit dem ersten Schlag. Und er hat sich wieder voll geheilt. Wie frech. Oh, den hat er schön aufgehalten. Da ging gerade einiges an Damage rein. Und zack. Was ist denn jetzt? Weit geht viel schneller. So. Und jetzt kommt der andere Typ, der uns invaden soll. Weil wir nämlich den da vorher noch besiegen mussten, damit dann seine Bros merken, oh no, dem lauern wir vielleicht mal auf. Miau, miau, miau. Das passiert, wenn man ein Text-to-Speech-Board ganz viel Miau vorlesen lässt. Willkommen zurück, Helge. So, Level up haben wir gerade keinen. Da wird schon wieder rumgeknurrt. Kein Grund zu knurren. Alles wird gut. Vorsichtigkeit. Bitte nicht mein Glas umwerfen. Das wäre äußerst freundlich, wenn wir das nicht machen würden. Das ist der, dem wir eben geholfen haben. Thanks for your help there. That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. Here's a token of thanks. Gladly gesagt, es sind viel zu viele Leute draußen unterwegs. Lord Appine. I may not have much time. I'm dying to see you. Eleonora. Violet Bloodyfinger. Okay, der jagt die blutigen Finger, weil er seine Eleonora sucht. She is the deadliest of all Bloodyfingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cess blood zealotry. Batch, 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 batch. Is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again, if fate permits. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die uns als nächstes invaden wird und dass wir nicht flüchten, sondern sie bekämpfen werden. Sind viel zu viele Leute draußen unterwegs. Glad-like. Oh, ich fühle das. Ich fühle das sehr. Einfach jeden Batschen. Auch Katz Weiß und das gute Schnapp nicht vergessen. Das hilft meistens bei Menschen, ja. Hey, listen! Vielen für den Headshot. Ich weiß übrigens nicht, warum der bis heute mit dem Hey, listen zusammenhängt. Ich habe den Command einmal überschrieben, aber das mit dem Überschreiben hat er irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Und jetzt gehört es einfach mit dazu. Das gehört einfach mit dazu. Werter Friedhof? Und jetzt immer wieder hier. Oh, da ist ein Hütchen. No, es hat ihn erwischt. Seems I am no match for you. Warum hast du nicht auf uns gewartet? I'm not to myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please. Eleonora. Yield to the cess blood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh.
Oh, armer Pilzmann. Nagakiba. Oh, da kommt sie. Geht auch so eine Doppelklinge. Ja! Ja! Nicht klopfen! Hallo! Mein Gott, erschreckt mich doch! Stop it! Nicht rumklopfen hier! Oh! Drachenfeuer! Ui! Feuer heiß! Also Leute, es gibt nur zwei Waffen auf der Welt, mit denen ich mich voller Kanne identifizieren kann. Das eine ist ein Wendel und das andere ist so eine Doppelklinge. Das sieht ja sowas von cool aus. Übrigens, gute Fehlungen habe ich gesehen, machen wir gleich. Der Kato sitzt nun gerade auf dem Streamdeck. Voll unterbrochen. Easy. Gut gemacht, GG. Wurde hell gesagt, ich muss aber jetzt los, leider, aber ich wünsche euch Süßes noch einen wundervollen Stream bei der Besten und einen schönen restlichen Tag und nicht zu vergessen, schöne Feiertage. Dankeschön, Helge. Ich wünsche dir auch wunderschöne Feiertage. Wir haben jetzt eine Doppelklinge zum Anlegen. Die skillt nicht ganz so gut mit Stärke, aber dafür haben wir das ganze Arcanum trainiert, damit wir die jetzt anlegen können. Oh, sieht das cool aus, Leute. Ja. Ja, so muss ich eine Waffe spielen. Oh ja, oder eine Stangenwaffe bzw. ein Speer. Sora, lock doch mal die gute Fee, bitte. Der hat sich gerade angesprochen gefühlt. Ja, du bist ja feini. Ein feini bist du. Und lieb. So macht man Gegner. Ich möchte euch Mikro anschmusen. Dann mount's doch wenigstens mal rein für die Zuschauer. Aber nee, das ist wieder nicht recht. Und? Ja, haus einfach durch die Gegend. So, einen Moment. So. Ich glaube übrigens, muss man eben kurz meine Kamera weiter. Oh, das geht nicht. Jawohl, jetzt nehmen wir erstmal alle Schmiedeschreine und verstärken die so krass, wie es nur geht. Dafür brauchen wir jetzt Dunkelschmiedestein 5. Davon haben wir keinen mehr. Aber egal. Waffe! Waffen. Wenn du mir ausbekommst, du Leckerli. I was hoping to see you. My examination is complete. Here's the knife print back, with my thanks. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the Night of the Black Knives. Luna Princess Ronnie. One of the children born to King Consul Radigan and his first wife, Ranala. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. Hat sie uns nicht schon erzählt, dass sie das war? I have some idea of Rani's potential whereabouts. There's a manor to the north of the Academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Carian royals, from whom Rani descends. There's been talk of the old royals' vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once. But I suspect she might have returned to the manor in which she was born. I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the Golden Order. By Dee's account, these defiled fiends must be expunged. But truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar, but I discovered something in my examination of the Knight of the Black Knives.
These souls have committed no offense. They have every right to life, only they happen to touch upon a flaw in the order. Ach so, die sind einfach nur durch einen Bug untot. Yes, indeed. If Dean knew what drives me now, he would surely boil over with rage. Or perhaps he would even feel some pity. But no need to fret. None of that will come to pass. I can tell a good lie when I need to. If the princess is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. Would you be willing to procure it for me? She may have returned to the royal Karian. Okay. Gewinnen Sie schon im Ring der Elder. Wir gewinnen. Wir sterben auch ab und zu mal, aber wir gewinnen auch ganz viel.